Vor einem Jahr begeisterte Star Wars Battlefront die Krieg der Sterne-Freaks. Endlich konnte man mal so richtig als Sturmtruppler oder Rebell in fetten Multiplayer-Schlachten die Sau rauslassen. Schade nur, dass Solospiele etwas zu kurz kamen, denn ein richtiger Einzelspielermodus war nicht vorhanden. Und mit eher dämlichen CPU-Kollegen und Feinden, um Kommandoposten zu ringen, war auf Dauer nicht sonderlich unterhaltsam. Beim Nachfolger soll sich das jetzt ändern. Wir haben uns das Teil schon mal angesehen und wollen euch gleich mal zeigen, wie man sich den rund erneuerten Solo-Mode vorstellen darf. Mein erster Tag bei der 501. war heiß, sandig, chaotisch und ganz anders als die Simulation auf Kamino. Natürlich ging es uns. Im Story-Modus verfolgt ihr das Schicksal der 501. Legion. Das ist die Einheit, die später als persönliche Leibgarde von Darth Vader dient. In einer Rahmenhandlung eingebettet, bestreitet ihr mit den Klonsoldaten zahlreiche Boden- und Raumschlachten in den unterschiedlichsten Planetensystemen. Auf den ersten Blick gibt es dabei keinen Unterschied zu den Multiplayer-Gefechten. Ihr seid immer noch auf einer ausladenden Map unterwegs, auf der zwei Parteien mit allen Mitteln um die zu erobernden Kommandoposten kämpfen. Allerdings bekommt ihr jetzt ständig neue Aufträge aufgebrummt. Jetzt schalten Sie ein paar dieser Kampfläufer aus, bevor Sie ernsthaften Schaden anrichten. So müsst ihr beispielsweise ein bestimmtes Gefährt bemannen, um damit angreifende Kampfroboter auszuschalten. Mit dem Snipergewehr eine gewisse Anzahl an Druidikas abknallen oder einen speziellen Kommandoposten erobern. So seht ihr euch ständig vor neue Herausforderungen gestellt, was die Sache wesentlich abwechslungsreicher macht. Wer Lust hat, darf aber natürlich nach wie vor auch wie im Vorgänger einfach eine simple Schlacht ohne weiteren Schnickschnack bestreiten. Aber auch da warten einige sinnvolle Erweiterungen auf euch. So gibt es jetzt richtige Raumschlachten, in denen ihr euch von Sternzerstörern oder Kalamari-Kreuzern aus mit Bombern und Raumjägern ins Getümmel stürzt. Ihr könnt sogar die feindlichen Mutterschiffe entern, um dann etwa deren stationäre Geschütze zu bemannen. Außerdem stehen euch jetzt je nach Map diverse Spielmodi zur Verfügung. Bei Bodenlevels wird euch meistens Eroberung, Jagd und Capture the Flag angeboten. Eroberung ist der klassische Modus aus dem ersten Teil. Hier geht es darum, alle feindlichen Kommandoposten einzunehmen und die eigenen zu verteidigen. Bei Jagd müsst ihr von einer bestimmten Gegnerspezies innerhalb eines Zeitlimits so viele wie möglich erledigen. An den Seiten! Fliegende Truppe! In den Weltraumlevels spielt neben Capture the Flag vor allem der Modus Angriff eine Rolle. Bei dieser Highscore-Jagd bekommt ihr je nach abgeschossenem Objekt unterschiedlich viele Punkte. Ach ja, und wie ihr hier sehen könnt, dürft ihr jetzt endlich auch mit bekannten Figuren aus dem Kinostreifen antreten. Allerdings stehen euch Leia, Darth Vader, Mace Windu und Co. immer nur für begrenzte Zeit zur Verfügung. Danach müsst ihr wieder auf eure regulären Truppen zurückgreifen. Deine Stärke ist nichts im Vergleich zur dunklen Seite. Ihr seht schon, bei Star Wars Battlefront hat sich einiges getan. Dank der vielen Optionen und Spielvarianten ist wesentlich mehr Abwechslung für Einzelkämpfer geboten als noch im ersten Teil. Ob sich unser positiver Ersteindruck bestätigt und was sich auf der Multiplayer-Seite getan hat, erfahrt ihr im ausführlichen Test in einer der nächsten Ausgaben.